Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen Was wäre wenn? Heute stellen wir uns die Frage, was wäre wenn Scar überlebt hätte? Und glaubt mir Leute, es würde sich einiges ändern. Bevor wir jetzt aber mit dem Videothema starten, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr in der Videobeschreibung einen Link zu einer Facebook-Seite findet, auf der regelmäßig cooler König der Löwen-Stuff gepostet wird. Also wenn ihr von König der Löwen nicht genug bekommen könnt, würde ich euch empfehlen, einfach den Link in der Videobeschreibung abzuchecken und dort mal vorbeizuschauen. Und außerdem, wenn euch meine Videos gefallen und ihr große König der Löwen-Fans seid, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Aber wieder mal genug der Eigenwerbung und starten wir direkt los mit dem Thema. In unserem heutigen Was wäre wenn, schauen wir uns an, was passiert wäre, wenn Scar überlebt hätte. Das hätte nämlich weitreichende Folgen auf den zweiten Teil von König der Löwen und auch auf die komplette Serie Die Garde der Löwen. Oh, Simba, danke schön. Du bist zu gütig. Ich mach's wieder gut, ich verspreche es. Sag mir, wie ich's dir beweisen soll. Sag's mir, ich tu alles. Lauf. Lauf weg, Scar. Und komm nie mehr zurück. Ja, natürlich. Und hier beginnen wir unsere Theorie und gehen davon aus, dass Scar der Aufforderung von Simba nachkommt und das geweihte Land verlässt. Auch die Hyänen würden das geweihte Land bald verlassen und am Ende des ersten Teils würde sich nichts ändern. Auch danach würde die Geschichte ziemlich ähnlich verlaufen. Auch Seer und die Schattenlandlöwinnen wären noch Teil von Simbas Rudel. Für diese Theorie gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass Kupa ganz normal existiert hat. Seera würde Simba für die Verbannung von Scar abgrundtief hassen, denn ihrer Meinung nach war Scar der rechtmäßige König. Dementsprechend würde sie versuchen, ihn zu rächen und würde Kupa umbringen. Daraufhin werden auch Seera und ihre Anhänger verbannt. Diese würden sich erstmal auf die Suche nach Scar begeben. Diesen finden sie auch wenig später und verbünden sich mit ihm. Danach würde es ziemlich gleich wie im zweiten Film weiterlaufen. Im geweihten Land wird Kiara geboren und wenig später trifft sie dann auf Kovu. Hier würde die Konfrontation zwischen Simba und Seera ziemlich gleich wie im zweiten Teil verlaufen. Schließlich bringt Seera Kovu wieder zurück ins Schattenland zu Scar. Hier könnte sich meiner Meinung nach die Geschichte spalten und es könnte zu zwei Theorien führen. In der einen Theorie könnte es sein, dass Scar Schwächen an Kovu erkennt, als Kovu meint, er könnte mit Kiara befreundet sein. Dementsprechend könnte es passieren, dass nicht Kovu ausgebildet wird, sondern Vitani. In unserer zweiten Theorie würde einfach Scar die Ausbildung übernehmen. Diese würde allerdings viel brutaler und gewalterfüllter verlaufen. Was glaubt ihr dazu? Ihr könnt oben abstimmen, welche Theorie euch am besten gefällt. Wir werden jetzt allerdings die zweite Theorie verfolgen. Und jetzt beginnt sich die Sache komplett zu ändern. Kion ist schon der Anführer der Garde der Löwen, als er im Schattenland auf Nuka, Kovu und Vitani trifft. Wie in der Serie auch, würden sie ihn zu Seera bringen. Doch in unserer Theorie wäre Scar auch anwesend. Dieser weiß natürlich Bescheid über die Macht, die Kion verfügt mit dem Gebrüll. Dementsprechend würden sie natürlich versuchen, ihn zu bekehren. Doch als Kion klarmachte, dass er sich nicht im Schattenland anschließen würde, war für Scar klar, dass er aus dem Weg geräumt werden muss. Und hier gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Die erste und etwas brutalere Möglichkeit wäre, dass sie Kion auf der Stelle töten. Und in der zweiten Möglichkeit würde Kion entkommen. Hier könnt ihr auch wieder oben abstimmen, was ihr glaubt. Würde Kion entkommen oder würden sie ihn direkt umbringen? Für unsere Theorie gehen wir jetzt weiter davon aus, dass Kion überlebt. Und trotzdem würde sich einiges ändern. Denn da Scar nie in diesem Vulkan ist, würden sie auch nie dorthin gehen. Dementsprechend würde Kion nie seine Narbe bekommen und Ono würde nie sein Augenlicht verlieren. Was wieder dramatische Folgen auf die Zukunft von Kion hätte. Denn in diesem Fall müssten sie nicht zum Baum des Lebens und er würde nie auf Rani treffen. Das Schicksal von Kovu und Kiara würde allerdings ziemlich gleich verlaufen. Er würde sie retten, im Rudel von Simba aufgenommen werden und sich früher oder später in sie verlieben. Aber Kovu weiß, über welche Macht Scar zurzeit verfügt. Denn einige treue Hyänen standen ihm immer noch zur Seite. Hier gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten, wie das Ganze verlaufen könnte. Wir beginnen wieder mal mit der brutaleren Möglichkeit. Simba würde wie im zweiten Teil ein Gespräch mit Kovu suchen und beim Spaziergang würden sie von den Löwen des Schattenlandes angegriffen werden. Doch da in unserer Theorie Scar und einige Hyänen dabei sein würden, würde das Ganze für Simba nicht so gut ausgehen. Sie würden Simba und Kovu wegen Verrats töten. In unserer zweiten Theorie allerdings würde Kovu Simba am Königsfelsen schon von den Plänen von Seera und Scar erzählen. In dem Fall würden Kovu und Simba auch nicht bei einem Spaziergang angegriffen werden. Das hätte auch zur Folge, dass Nuka überleben würde. Kovu würde nicht verbannt werden und Kiara müsste nicht weglaufen, um Kovu zu suchen. Hier könnt ihr auch wieder abstimmen, was für eine Theorie euch am besten gefallen würde. Für unsere weitere Vorgehensweise allerdings werden wir uns an die zweite Theorie halten. In dem Fall würden sich Simba, sein gesamtes Rudel und die Garde der Löwen aufmachen, um Scar aufzuhalten. Es würde also dennoch zu einem epischen Schlusskampf kommen. Auch wenn Scar deutlich in der Überzahl ist, hat Simba dennoch einen großen Vorteil mit Kion. Denn dieser wäre ja nicht beim Baum des Lebens, sondern nach wie vor hier beim Königsfelsen. Es würde, glaube ich, aber dennoch zu einem spannenden Kampf kommen. Und ich glaube, das Blatt würde sich auch einige Male wenden. Als Kovu während des Kampfes dann auf Vitani trifft, würde er seine Schwester anbieten, die Seiten zu wechseln. Sie würde wahrscheinlich kurz überlegen und sich dann der Seite von Simba anschließen. Für den Ausgang dieses Szenarios biete ich euch auch wieder zwei Möglichkeiten an. Die erste, wieder etwas brutalere Möglichkeit wäre,
dass sich alle Hyänen auf Kion und die Garde der Löwen stürzen und diese überwältigen und töten. In diesem Fall wäre es dann ein leichtes für Scar, Simba und sein Rudel zu überwältigen. In diesem Fall müsste Kovu mit ansehen, wie Simba, Kiara, Nala und das komplette Rudel getötet wird, bevor auch er getötet wird. Auch Vitani würde getötet werden, weil sie ja die Seiten gewechselt hat. Und Scar und Sira wären wieder an ihrem Ziel. In unserem zweiten Szenario würde Kion mit seinem Gebrüll die Hyänen ausschalten, daraufhin dann auch Scar und Sira und ihr gesamtes Rudel. In dem Fall hätte das geweihte Land gewonnen. Aber damit es für Kion am Schluss nicht so traurig aussieht, gebe ich euch hier auch wieder zwei Möglichkeiten. In unserer ersten Theorie würde Rafiki Makini damit beauftragen, zum Baum des Lebens zu reisen. Kion und die Garde der Löwen würden sie aus Sicherheitsgründen begleiten und dann würde er auf Rani treffen. Er würde sich dazu entschließen, bei ihr zu bleiben und würde das Gebrüll an Vitani abgeben. Die zweite Möglichkeit wäre, dass sie am Königsfelsen bleibt und möglicherweise mit Zuri oder Tifu zusammenkommt. Hier könnt ihr aber auch wieder oben abstimmen. Damit war es das auch schon wieder mit dieser Theorie und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch andere Was-wäre-wenn-Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!